Wie man den lieben Herrgott austrickst, da waren ausgerechnet die Mönche ja immer schon ganz besonders erfinderisch. In Bayern haben sie das Starkbier erfunden, um über die Fastenzeit zu kommen. Flüssiges bricht Fasten nicht, hat's da geheißen. Manche haben sogar ein Spanferkel in den Brunnen eingeschmissen und es hinterher als Fisch verzehrt. Und die Schwaben, die haben ihr Fleisch ganz einfach unter dem Nudelteig versteckt. Deswegen heißen die Maultaschen auch Herrgottsbscheißerli. Bei mir weiß der Herrgott ganz genau, was in meinen Maultaschen drin ist. Zwei schmackige Füllungen. Da scheiße ich nicht. Für meine Maultaschen habe ich da schon den Nudelteig gemacht. Also man merkt es eigentlich schon beim Heidrucker. Der braucht jetzt nur ein bisschen. Gut, die Zeit kann er haben. Wie habe ich den gemacht? Ich habe Hartweizengrieß genommen, ein Mehl, Eier, Olivenöl und ein bisschen Salz verknetet und dann lässt man ein bisschen ruhen. Und jetzt brauche ich natürlich meine Füllungen. Und zwar starte ich mit der ersten Füllung. Da habe ich ein Schweinswürstelbrät und ein durchgedrehtes Kalbfleisch. Dann Weißbrot. Das weiche ich jetzt ein mit ein bisschen Milch. Das habe ich entrindet. Das gebe ich jetzt da rein. Dann habe ich hier Speck. Auslassen mit ein bisschen Zwiebel. Nicht zu fest anbraten, sodass der Speck und die Zwiebel ihre Persönlichkeit noch behalten. Dann ein Einei. So, und jetzt darf man sagen, ja, schmeckt. Das Schweinswürstelbrett, ja. Und das andere braucht jetzt nur ein bisschen Geschmackerl. Da haben wir jetzt scharfen Senf rein. Brauchen es nicht kleinlich sein. Und jetzt darf ich sagen, habe ich hier diesen Blattspinat habe ich blanchiert in ein bisschen Salzwasser. Abgeschreckt in eiskaltem Wasser, damit er die Farbe behält. Und jetzt schneide ich den einmal so in so Streifen oder kleine Würfel. Das haben sie ja gleich. So passt's. Und damit die Petersilie nicht so alleine da hinten liegt, schneiden wir es ein bisschen zusammen. Erstens gibt es einen guten Geschmack und zweitens passen die zwei wunderbar zusammen. Und das Brät freut sich natürlich auch, wenn ich sage, endlich einmal ein bisschen Farbe im Spiel. Nicht so langweilig. Machen wir noch ein bisschen quer. Gut, das haben wir. Jetzt tun wir als erstes hier einmal noch einen Zitronenabrieb rein. Dann checkt man das. Wahrscheinlich braucht man noch ein bisschen Salz, obwohl das Schweinswürstelbrat ja schon abgeschmeckt ist. Aber das Kalbfleisch ist neutral. Also gebe ich hier noch mal ein bisschen Chilisalz drauf. Und jetzt vermenge ich das. Wenn Sie jetzt da mit dem Löffel rumdrehen, da sind sie morgen noch da. Spinat dazu. Mit der Petersilie. Und jetzt noch mal schön drunter gerät. Geht auch wunderbar mit einer Hand. Die können es auch noch einmal probieren, aber Sie werden sehen, das Ganze schmeckt. Und jetzt werden die Hände gewaschen. Und jetzt kommt die zweite Füllung. Gut. Da habe ich jetzt die roten Beete in kleine Würfel geschnitten. Und wenn Sie ein bisschen was Fruchtiges zu den roten Beete haben wollen, weil die sind ja ein bisschen erdig, dann würde ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie eine Birne her und dann sie auch in kleine Würfel schneiden. Und die geben wir jetzt zusammen. Rein damit. Auch das da. Weil wir haben ja einmal die Fülle für unsere Maultaschen mit dem Kalbsbrät und dem Schweinswürstelbrat. Tolle Kombination. Und für unsere Vegetarier, ja, haben wir rote Beete mit Birne. Jetzt sind die zwei, eigentlich kämen die ganz gut miteinander aus. Jetzt müssen wir ihnen natürlich noch ein bisschen Gewürz mitgeben. Und zwar habe ich hier Koriander, etwas Kümmel, das mögen die rote Beete gern. Dann ein bisschen Zimt und ein bisschen an schwarzen Pfeffer. Die haben sie jetzt so ein bisschen rein. Da können sie ihn gar nicht verwürzen. Riecht gut. Etwas Chilisalz. Verrühren. Gut ist. Und jetzt lassen wir es ein bisschen zirren. Jetzt setze ich mir mein Spitzkraut an. Ich habe Zwiebel, ein bisschen Paprika, Spitzkraut natürlich. Und deswegen muss ich alles miteinander etwas anbraten. Da haben wir einen Tropfen Öl rein. Dann die Zwiebel. Ja, das ist die richtige Temperatur. So mag ich es. So ein leichtes Aufatmen im Topf nach dem Motto, Gott sei Dank verbrennst mich nicht, brauchst du Angst haben. Wirst nicht verbrannt. Gell? Jetzt der Paprika. Der ist roh. Ich habe den ein bisschen geschält. Ganz kurz anziehen lassen.
sodass die Flüssigkeit, die in Paprika und in Zwiebeln drin ist, fast rausgeht. Und jetzt decken wir es zu mit ein bisschen Spitzkraut. Lassen wir jetzt ganz leicht angehen. Und jetzt lösche ich es ab mit etwas Geflügelbrühe. Wenn ihr sagt, der nimmt immer Geflügelbrühe, Ja, die nehme ich gern, weil die ist am geschmacksneutralsten und am kräftigsten. Wenn ich jetzt nur Gemüsebrühe nehmen würde, dann wäre das ja so, dann weiß Gott zu mir sagen, sag einmal, was ist denn los mit dir? Ein Leben lang gibst du mir Geflügelbrühe, jetzt kommst du auf einmal mit der Gemüsebrühe daher. Brauch keine Angst da drin, du kriegst deine Geflügelbrühe. Ja? Und jetzt sieht man, jetzt dämpft es so ganz langsam dahin. Ich gebe ihm jetzt noch einen Spritzer mehr, wie er braucht. Weil jetzt gehe ich rüber zu meinen Maultaschen. Den Nudelteig, der ja wunderbar geruht hat, Zeit hat er lang genug gehabt, den habe ich jetzt ausgerollt. Nicht zu dünn, gell? Also der, ich mein, der ist eh schon dünn, aber nicht zu dünn, weil sonst reißt er ja vielleicht. Und jetzt als Trick, ich habe die Eier verquirlt und habe ein bisschen Salz reingegeben. Dann lassen Sie sie leichter streichen. Gell? Also, wenn Sie jetzt sagen, was hat denn der für komische Eier, also nicht ich, aber hier, dann habe ich da ein bisschen Salz reingegeben. Mein Brät habe ich in den Spritzbeutel rein, dann geht es ein bisschen leichter. Und jetzt lassen wir die so ganz langsam vor sich hinköcheln. Das Kraut kann ich dann fast schon fertig machen. Man sieht, dass es schön weich gedünstet ist, hat aber trotzdem noch die Struktur. Jetzt kommt die Petersilie rein. Einfach ein bisschen grob schneiden, weil das Kraut ist ja auch grob. Also passt das auch ganz gut. Vielleicht einmal noch mal durch. Nein, und jetzt werden wir es würzen. Etwas Majoran, geht immer beim Kraut. Dann habe ich mir hier eine Mischung gemacht aus Koriander und Kümmel. Könnten Sie auch, wenn Sie es haben, pulverisiert nehmen. So, gut ist. Und etwas Chili-Salz. Wenn jetzt der Winter ist, dann würde ich ein bisschen an Rahm rein tun. Und wenn es warm draußen ist, dann tun Sie einfach nur ein bisschen braune Butter rein. Machen wir es einmal so. Gut ist, das schmeckt. Und jetzt gehen wir an die Maultaschen. Braune Butter. Und da machen wir jetzt unser Mohnbutter. Fertig sind meine Maultaschen. Jetzt fischen wir es raus. Hier, das mache ich jetzt nur noch, damit es ein bisschen geschmackiger werden. Hör damit. So, das geht. Und jetzt fischen wir die raus. Nächstes, die steht sogar auf, wenn es war. Nicht zu heiß machen. Da jetzt etwas Mohn einstreuen. Bisschen Chilisalz. Und jetzt würde ich sagen, richten wir es an. Genießen Sie meine rote Beete Birnenmaultaschen mit dieser Mohnbutter. Diese Kombination ist einmalig. Die schmeckt Ihnen auf Anhieb und es gelingt Ihnen auf Anhieb. Ja, und da brauche ich ja gar nichts sagen. Gell? Meine Maultascherl mit dem Schweinswürstelbrät und dem Kalbfleisch und ein bisschen der Zwiebel und dieser Speck, der da drin ist, auf diesem Spitzkohl, auf diesem geschmackigen Spitzkohl.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst anfangen muss. Schmecken die uns beide sensationell. Wir in Bayern dann sagen, saugut.